Hallo und willkommen zum nächsten Teil. Jetzt schrauben wir mal ein bisschen was dran und ich zeige auch einfach schon mal grundsätzlich einen Überblick, was in der Maschine drin ist, was die so verbaut haben. Ich habe euch beim Was ist dabei Video einen Bildschirm unterschlagen. Also wir haben 19 Zoll ESA Markenmonitor mit drin, der eben da oben an den Winkel dran geschraubt wird. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was drin ist in der Maschine. Und danach schrauben wir die Teile dran und dann gucken wir mal, ob wir sie auch gestartet kriegen, vielleicht eventuell sogar. Die Maschine selber hat hier auf der Seite so ein wenig Bedienungs-Action, Notausknopf. Sie hat hier eine grüne Kontrollleuchte, ob sie wahrscheinlich läuft oder nicht. Ein Step-Knopf, ein Start-Stopp-Knopf und ein Pause-Knopf. Hier oben Licht ein aus, die hat ein Licht oben drin. Und hier nochmal PC-Power, das ist nur so ein Kipp-Taster. Hier unten zwei USB-Anschlüsse für USB-Stick oder sowas und hier unten die zwei USB-Anschlüsse dann für Tastatur und Maus. Das Ganze mit Gasfedern, Hightech-mäßig zum Öffnen. Hier schon mal der Platz für 22 Fieder, pneumatisch gesteuerte Fieder. Man sieht hier unten die 22 Pneumatikventile dranhängen, hinten dran die Verkabelung, ein dicker Pneumatikschlauch ins Innere der Maschine. Und zwei Flachbandkabel, die dann ja, wahrscheinlich die Ansteuerung von den Ventilen übernehmen wird. Hier links hat es einen kleinen Anschluss, M16 oder was das sein wird. Da kann man den Vibrationsfeeder anschließen. So, im Inneren 4 Kameras für die Bildverarbeitung hier. Die kann nämlich alle 4 Tools gleichzeitig vermessen. Hier ein gefederter Halter für die Platine, den kann man mit so schnell Federklemmen vor und hinten schieben, geht relativ gut. Ein bisschen zusammendrücken, dann kann man ihn hin und her schieben, kann man quasi seine Platine reinlegen, so breit die eben ist, und dann schiebt man die Federn nach, dass die Platine eben gespannt wird. Relativ einfach, aber sehr raffiniert gelöst, finde ich. Hier links eine ganze Horde Schraublöcher, da kann man dann irgendwelche Dinge festschrauben, irgendwelche Montagen, irgendwelche Halter und so weiter, müssten M4, glaube ich, sein. Ganz hinten, das gucken wir uns dann von der anderen Seite an. Hier auf der Seite Stromkabel und VGA-Stecker für den Monitor. Das geht dann hier bei dem Loch raus, denn der Monitor wird hier oben geschraubt, Standard-WESA-Anschluss, und das Teil wird hier unten dann einfach drauf geschraubt. Nun mal auf die Rückseite von der Maschine. Hier hinten nochmal Platz für 16 Fieder. Selbe Geschichte wie vorne mit Pneumatikventilen und vorne der Arretierpunkt. Hinten wird die Luft dann in den Fieder gepustet. Dann schieben wir mal die Achse vorsichtig nach vorne, auch wenn das noch immer nicht gern gesehen wird. Hier die hochauflösende Kamera. Keine Ahnung, was da genau drin ist. Das ist auf jeden Fall mal ein großes, dickes Objektiv und richtig viele LEDs. Einen unglaublich dicken Motor für die Y-Achse, also der ist wirklich sehr dick. Es sind im Übrigen Schrittmotoren mit Weggeber drauf, also quasi Servomotoren mit Schrittmotoren. Eine schöne Kupplung, Übergang, Motor zur Welle. Und hier nochmal einen länglichen Motor, der eben für die X-Achse zuständig ist. Das gesamte alles mit Riementrieben angetrieben. Mit einer sehr guten Vorspannung, also die wird nicht allzu viel überschwingen. Hier oben nochmal einen kleinen Druckregler, wo man dann nochmal den Druck feinjustieren kann fürs, ich schätze mal, Abblasen oder so. Ansonsten noch weitere, also entweder fürs Abblasdruck oder eventuell sogar fürs Venturi. Müsste man dann gucken, was das genau mit sich gibt. Hier ein Schirmband drüber, dass quasi das so ein bisschen abgeschirmt ist, strahlungstechnisch. Hier eine Status-LED, also da hinten haben sie auch nochmal eine eigene Platine drauf. Da ich die Maschine jetzt ja gerade liebevoll nach vorne geschoben habe, kann man uns jetzt hier auch mal die 4 Köpfe anschauen. Auch hier wunderschön belasert, 1, 2, 3, 4. Das sind die Tools, die drehbaren Aufnahmen für eben diese Tools, die wir vorher gesehen haben. Da wird dann quasi unten der Sauggreifer aufgesteckt und mit dem kann das dann die ganzen Teile aufnehmen. Das Ganze muss auch nochmal auf- und abfahren können. Da wird nochmal irgendwie ein Motor mit drin sein. Ja, das war's schon. Viel mehr hat sie gar nicht zu bieten, die Maschine. Doch, eins noch, was ich vergessen habe. Hier auf der Rückseite natürlich auch nochmal ein Druckluftanschluss. Ein
glaubt, es ist ein 8er Anschluss mit nochmal Ölabscheider, Druckanzeige, Druckeinstellung hier oben. Und hier auf der Seite nochmal Haupteinausschalter und eine Standard-Schutzkontaktstecker, Typenschild. Was natürlich jetzt in der ganzen Maschine so ein bisschen fehlt, sind Sicherheitsschalter bei den Türen, ob die geschlossen sind und so. Aber das muss man halt dann umbauen, damit man sie einigermaßen EU-konform hat für die Bedienung. Also, keine Ahnung, wo ich jetzt die ganzen Schrauben hier von den Säcken unterbringen soll, aber wünscht mir Glück, ihr werdet es im Zeitraffer sehen. Jetzt kommt der große Moment, wo ich die Maschine das erste Mal einschalte. Ich glaube, ich habe das meiste dran. Ich schalte mal hinten den Hauptschalter ein. Sie macht Geräusche. Blinkt grün. Machen wir hier mal auf, dass wir reinschauen können. Also ja, zumindest schon mal ein bisschen Strom. Licht kann man hier einschalten. Dann schalten wir mal den PC, hätte ich gesagt. Gucken, was passiert. Hong Kong Xiang Windows. Oh, es ist chinesisch. Es ist chinesisches Windows. Nein, da steht Computer. Es ist vielleicht nicht nur chinesisch. Application. Wir starten es mal und gucken, was passiert. Edit, Component, Feeder, Assist. Hier muss man die ganzen Bauteile erstmal einlernen. Ich hätte jetzt ja mal gesagt, ich drücke jetzt erstmal auf Home All, damit der einfach mal heimfährt, homefährt und dann sehen wir, was passiert. Sie fährt sehr ruhig, sie ist erstaunlich leise. Ja, und somit wäre sie heimgefahren. Soweit, das zur Inbetriebnahme, sie funktioniert, sie macht Geräusche, wenige, leise Geräusche, erstaunlich leise Geräusche. Jetzt kommen noch so Dinge wie Kompressoren und Druckluft und so weiter und dann gucken wir mal, was wir alles machen müssen. Bis dann, ciao!